Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute sind wir in einem anderen Raum, beziehungsweise sitzen in einem anderen Raum. Ja. Und heute haben wir ein neues Video für euch. Und zwar so Sprüche von Eltern, die ihr bestimmt auch kennt und die ihr auch schon sehr oft hören musstet. Und ja, die sehr, also die meisten zumindest nerven. Also nervige Eltern. Also dann viel Spaß mit dem Video, los geht's! Hey Mama? Ja, mein Schatz. Ich wollte fragen, ob ich zu einer Party von meiner Freundin gehen darf, bis heute Abend. Nein. Warum? Weil? Warum weil? Weil ich das sage! Vergiss dein Zimmer nicht aufzuräumen. Mama. Was? Ich wollte fragen, ob du mir das und auch das bestellen kannst. Hä, wieso? Was brauchst du das? Ja, ich brauche es halt und die Natalie, die bekommt es auch. Aha, und weil Natalie aus dem Fenster springt, springst du auch, oder was? Ja. Ach, Daddy. Guck mal, ich habe heute schöne Schuhe gefunden. Kannst du mir die bitte bestellen? Frag deine Mutter. Ja, aber dich gefragt. Frag deine Mutter. Oh Mann! Oh Mami, guck mal. Guck mal, diese wunderschönen Schuhe. Kannst du mir die bitte bestellen? Guck mal, bitte. Frag deinen Vater. Er hat gesagt, ich soll dich fragen. Dann geh wieder zu deinem Vater und frag ihn. Oh komm schon! Früher war alles anders. Warte, wir sind so ein Viereck. Also bitte mach dann heute den Haushalt und so einen Scheiß. Hallo? Hallo? Was? Hast du nicht verstanden, was ich gesagt habe? Nee, was ist los? Oh Mann! Früher war alles anders. Du solltest schon um 18 Uhr zu Hause sein. Es ist 18.20 Uhr, ich habe mir wirklich solche Sorgen gemacht. Wo warst du? Ich war unten den Müll rausbringen. 20 Minuten lang? Ja. Oh mein Gott, was ist denn aus dieser Kindheit draus geworden? Schätzchen, jetzt mach doch mal den Fernseher aus. Vom Fernseher schauen bekommst du eckige Augen. Wie willst du denn damit dann in die Schule gehen? Geh mal raus, guck mal, voll schönes Wetter. Wir sind frische Luft schnappen. Mein Fenster ist offen, das reicht. Boah, Kind!